zum Rapport melden. Alles klar, jetzt können wir endlich eine Fraktion wählen. So, wieder da. Soll mich jetzt beim Rapport melden? Also nehme ich mal an, kann ich jetzt endlich eine Fraktion wählen, oder? 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 Ja, oder? 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 Zu den Fraktionsvertretern und dich über die Fraktion sozusagen erkunden. Das hieß jetzt gerade, ich soll mich beim Rapport melden und der Marker ist schon wieder extrem dumm. Nee, ich soll jetzt mit Bali an widersprechen. Ah. Was ist denn das? Warum, was habe ich denn hier immer für einen gelben Marker die ganze Zeit? Wer von euch ist gelb? Wer macht mir den Marker immer so komisch? Ich achte immer auf den gelben Marker, aber es ist ja nicht meiner. Gib mir die Farbe gelb zurück. Plattfuß, du bist es. Ja. Ich bin gelb. Ja. Ja. Ich, super. Gib mein Gelb zurück, bevor es auseinanderbricht. Kann ich das irgendwie ändern oder so? Nee, nee, das ist jetzt nicht mein Ernst gewesen. So, ich verschwinde mal wieder in einem Dialog. Bis gleich. Oh, Ordnal hat dich also aufgespürt? Exzellent. Es gibt noch viel zu tun, um die Siedlung zu befestigen. Eine Sache muss ich echt mal meckern, Leute, bei diesen Dialogen hier, dass dann immer irgendwelche Random-Typen da im Weg stehen. Das wäre cooler, wenn die Entwickler das so machen würden, dass ringsherum die Leute ausgeblendet werden, wenn ich hier gerade im Dialog drin bin. Weil das ist potthässlich. Hier bei dieser Dame da in die Zähne reinzugucken. Könntest du bitte weggehen? Beweg dich bitte. Von einem anderen Winkel aus? Oh, Ordnal hat dich also aufgespürt. Hast du schon die Fraktionen der Stadt gesehen? Die Marodeure, das Syndikat und das Bündnis, sie sind am ehesten für die Verteidigung immerfalls gerüstet. Ich weiß, dass es in allen drei Fraktionen viele fähige, tapfere Krieger gibt. Und diese Bündnisse gewinnen schon seit einiger Zeit immer mehr an Einfluss in der Gegend. Das sollten wir. Wenn wir uns gegen die Verderbnis verteidigen wollen, können wir nicht auf sie verzichten. Ich schlage vor, dass du mit den Vertretern der Fraktionen sprichst und dann entscheidest, welche du anheuern möchtest. Gregor? Wie kommst du jetzt aus Star Wars The Old Republic? Wir sind bei New World. Ich meine, okay. Alte Republik, neue Welt. Gut, okay. Kann man ein bisschen im Zusammenhang sehen, aber... Völlig unterschiedliche Geschichten, ne? So, neue Allianz. So, ich soll jetzt mit ihm einmal sprechen. Ich gehe jetzt gerade mal kurz nicht zurück in Discord. Was ich aber mal machen werde. Haben wir ein Discord? Ja, wollte ich mich gerade was schreiben. Genau, ich werde jetzt erstmal kurz nicht zum Discord zurückgehen, sondern erstmal schnell diese Dialoge noch durchziehen. Und wenn ich dann endlich Marodeur bin, können wir dann hoffentlich Marodeur-Gefechte machen. Ich glaube, es müsste ungefähr in einer Stunde sogar der erste Krieg stattfinden, der um die eine Provinz da ging. Alter! Diese Marker, ey, die fühlen mich hier nur im Kreis, die Marker. So, dann hat Violett. Da, Violett, 23 Meter. Oder? Jetzt ist wieder gelb. Oh, Alter! Wo ist denn jetzt mein... Ach, die überlappen sich. Lol. Okay, Navigation ist noch ein bisschen schwierig. Da ist Violett. Der andere war pink. Warte, war das hier? Bist du die Person, die gemeint ist? Ja. Oh, lol. Wird gar nicht markiert für mich, ne? Wenn ich weggehe? Nö. Schade. Hallo, ihr seid ein bisschen im Weg, Jungs. Suchst du hier Wissen? Dann beweist das deine Weisheit. Ich will es so ausdrücken. In der Welt gibt es die, die denken und die, die das nicht tun. Wir sind die erste Gruppe und schätzen die anderen gering. Wir glauben an Fakten und die Wissenschaft. Ah, okay, Gregor, dann wiederum verstehe ich dich. Warum du darauf gekommen bist?
Okay. Ja, dieser Spruch hat mich gerade ein bisschen an Arnold Schwarzenegger aus Die Simpsons erinnert. Die haben mich gebeten, um zu lenken, nicht um zu denken. So, jetzt soll ich hier zum... Wer ist das jetzt? Das ist ein Marodeur? Nee, ich möchte zuerst zum Bündnis und zum Schluss zum Marodeur gehen. Denn da werde ich dann hoffentlich direkt im Anschluss sagen können, dass ich mich für ihn entscheide. Oder ich muss dann erstmal wieder zu Belia zurück und dann wieder zum Marodeur. Ach ja, was so Schönes. Das ist das Gute. So an sich ist es ein geheimes Erkennungszeichen für uns, wenn wir uns in der Stadt nicht sehen. Einfach Delphin Dance machen. Dann können wir uns wiedererkennen gegenseitig. Ist doch ein Deal, oder? Lol. Logisch, dass der in der Kirche steht, ne? Passt ja irgendwie. Die sind da Kreuzritter, ne? Also vergleichbar mit Kreuzrittern. Oh, Erfahrungspunkte. Danke. Nee, Moment, was? Oh, kann ich nicht. Geister vereint. Ach, dann hatte ich das schon gelesen. Alter, Seife! Und wann reicht das hier auch? Halt, steck du Sack. Ich weiß gar nicht, ob der checkt, dass ich auf ihn schieße. Lol. Verdammt! Ah, schade. Ich bin zu schlecht. Ah, schön. Ah, geil. Um die Anspielung auf Dungeon zu ziehen, auf der Bierfalle ausgerutscht? Ja, genau, auf der Bierfalle ausgerutscht. Ich bin für das Bündnis hier, um Genossen im Geiste zu finden. Was ist das Leben denn wert ohne Verstand, Harmonie und Bruderliebe? Skip! Ob nun in der alten Welt oder auf Eternum, wir kämpfen für den Funken, der uns alle ewig vereint. So, auf zum Marodeur. Meter in die Richtung. Sorry, da war meine Stimme ein bisschen weg. Natürlich, auf der anderen Straßenseite oder was? Also Parallelstraße. Und ich darf hier wieder nicht durchlaufen. Also muss ich jetzt wieder außen ran. Und ja, Gregor, ich weiß, Privatgrundstück und so, aber wenn es nicht bewohnt ist, was stört denn da, ne? Durchzulaufen. Wer traut sich, zum Marodeurskommandanten zu gehen? Hier. Du siehst stark aus. Du solltest dich den Marodeuren anschließen. Ja, wir gerne. Wir würden von dieser Stärke guten Gebrauch machen. Aber die Frau scheint keine Ahnung von Stärke zu haben, weil ich kann nicht stark aussehen. Steht schon wieder irgendwas im Weg hier. Kann man andere Spieler eigentlich zu einem Duell herausfordern? Ja. Dazu musst du A, schon Level 11 haben, weil dann kannst du Duelle sogar richtig machen. Und B, PvP kannst du auch anschalten, ohne Duelle zu machen. Aber müssen beide Parteien PvP anhaben, wie bei Valheim. Ich würde behaupten, ich könnte jetzt sogar gegen Lord Seife oder Sid oder so auch ein Duell machen. Aber probieren wir einfach mal. So, ich habe mich entschieden, ich will mich im Marodeur anschließen. Warum sollte ich einer Fraktion beitreten? Schließe Mission für EP-Taler und Fraktionsmarken ab. Erlange Einfluss, um die Gebietskontrolle festzustellen. Das wäre ganz wichtig, ja. Konkurriere strategisch mit feindlichen Fraktionen in PvP-Missionen. Ja, da habe ich auch richtig Bock drauf. Kaufe mit Fraktionsmarken besondere Waffen, Rüstungen und Verbrauchsgegenstände. Gut, das wusste ich noch nicht. Steige im Rang auf, um hochentwickelte Ränge und Herstellungskomponenten freizuschalten. Das wusste ich auch noch nicht. Genieße die Vorzüge der Gebietskontrolle, verringerte Kosten für Werkstätten und Schnellreisen und schließe Stadtmissionen ab, um die Siedlung auszubauen. Ja, noch lieber wäre mir, wenn wir die Siedlung einnehmen und dann ausbauen. Und nicht erst ausbauen und dann einnehmen. PvP und Fraktionskrieg. Von jeder Siedlung oder jedem Außenposten aus für PvP markieren.
Da haben wir jetzt auch die Frage gleich nochmal zusätzlich beantwortet. Erhalte für die Markierung zusätzliche EP. Steigere den Fraktionseinfluss innerhalb des Gebietes. Gebietskontrolle. Fraktionsmitglieder der herrschenden Fraktion erhalten Vorteile in Gebiet und Siedlung. Herrschende Fraktionen stärken ihre Kontrolle durch den Abschluss von PvP-Fraktionsmissionen. Kopfschmerzen beim Vorlesen schon. Gegnerische Fraktionen schwächen die. Ich hoffe, man kann das irgendwo nochmal im Journal nachlesen später. Sieht so aus. Es scheint eine Ingame-Hilfe zu geben. Wenn ich das, also hier oben sind noch andere Sachen. Scheint es was zu geben. Muss man bloß raussuchen, glaube ich, richtig. Gegnerische Fraktionen schwächen die Kontrolle feindlicher Fraktionen durch den Abschluss von PvP-Fraktionsmissionen. Gewinne genug Einfluss, um die Gebietskontrolle per Kriegserklärung streitig zu machen. Da wiederum kommen wir dann ins Spiel, dass wir den Syndikat so viel wie möglich wieder wegnehmen wollen in diesen kleineren Gebieten, um so viele junge Rekruten wie möglich anzuwerben, ne? 50 gegen 50 Belagerungskampf an der Gebietsfestung. Benutze verschiedene Belagerungswaffen, um die Oberhand über deinen Gegner zu gewinnen. Da wiederum kann ich sehr doll empfehlen, der Nightbot, der haut ab und zu mal hier eine Playlist raus vom lieben Loves These Games. Da sind 35 Minuten Videos dabei, da sieht man auch die Belagerungen. Das Ziel des Angreifers besteht darin, den Eroberungspunkt im Herzen der Text zu Ende. Schlecht. Gebietskontrolle. Da haben wir das Thema. Wir haben ja schon ein paar Mal auf die Karte geguckt, ne? Wir haben ja schon sogar einige Wandel auf der Karte gesehen. Wir haben auch gesehen, in Evermore zum Beispiel ist dieser Balken hier oben zum Teil ein bisschen von Syndikat belegt. Der Rest ist von uns Marodeuren belegt. Das liegt daran, dass das Evermore schon ein Fort erobert hat. In Evermore. In Evermore, wo ich letztens war, gestern war. Und die Siedlung und die Ressourcenstellen sind aber noch Marodeure. Und deswegen haben wir noch die Oberhand in diesem Gebiet. Und wenn wir aber nicht aufpassen, dann könnten die relativ schnell dazu kommen, uns das wegzunehmen. Aber ist die Frage, ob sie das wollen, weil ringsherum sind Level 30er Gebiete und nicht so viele Spieler sind bereits schon so weit geskillt. Hier zumindest, hoffentlich. Hoffentlich, sonst haben wir echt ein Problem. Gebietseinfluss ist eine Maßeinheit für die Kontrolle einer Fraktion über ein Gebiet. Schließe PvP-Fraktionsmissionen ab, um die Kontrolle über das Gebiet zu behalten. Fraktionen, die das Gebiet nicht kontrollieren, müssen PvP-Fraktionsmissionen abschließen, um die Kriegserklärung zu aktivieren. Cooles System, oder? Mach eine eigene Fraktion auf, die Schattenzocker. Nee, wir können keine eigene Fraktion machen, aber das wäre ein Vorschlag für den Clan-Namen, aber wir haben noch keinen. Wollten wir spätestens morgen drüber reden. Fraktionen, die das Gebiet nicht... Hatten wir schon. Hier, herrschende Fraktionen stärken ihre Kontrolle durch den Abschluss von PvP-Fraktionsmissionen. Schwäche die Kontrolle der generischen... Das ist doch eigentlich fast dasselbe wie gerade eben, ne? Hindere andere Fraktionen, okay, daran, PvP-Fraktionsmissionen abzuschließen, indem du sie fürs PvP markierst und ihr Gebiet patrouillierst. Ah! Und dabei wiederum könnten wir leveln und die am Leveln hindern. Und daran, ihre Fraktionspunkte zu holen. Vielleicht gibt es sogar Zeitmissionen, wer weiß. Und wenn man die lang genug daran hindert, irgendwie eine Mission abzuschließen, die Leute... Dann kann man wahrscheinlich so eine Art Sabotagemission annehmen oder so. Cool wäre es zumindest, dass man dann sehen kann, wie viel Zeit haben die denn noch, damit wir sie lange genug aufhalten. Auch ein cooles Ding irgendwo. Ich hoffe, es klappt so. Hindere die herrschende Fraktion daran, PvP-Mission abzuschließen, indem du markierst und die Gebiete patrouillierst. Okay. Für PvP markieren. In jeder Siedlung oder jedem Außenposten aus für PvP markieren. Aktivieren. Achso, Standardtaste U, aktivieren deiner PvP-Markierung, bringt zusätzliche EP ein. Aha, also haben wir da einen EP-Boost drin, ne? Wenn du eine Siedlung verlässt, erhältst du einen 30-sekündigen Timer, bevor du markiert wirst. Sobald der Timer abgelaufen ist, kannst du markierte Mitglieder der gegnerischen Fraktionen angreifen. Achso, in der Stadt geht's also nicht, also werden wir also in Ruhe gelassen, okay. Außer natürlich beim Krieg-Belagerung. Nimm am Krieg um Einfluss teil, um mit deiner Fraktion die Kontrolle über ein Gebiet zu erlangen, indem du PvP-Fraktionsmissionen abschließt. Halte Ausschau nach markierten gegnerischen Spielern und verhindere, dass sie Einfluss für ihre Fraktion gewinnen, indem du sie ausschaltest. Alles klar. Ich wähle Marodeure. Bestätigen. Dieser Fraktion beitreten? Ja! Darf ich erst in 120 Tagen erneut wechseln? Ja. Ein Marodeur ist immer ganz heiß aufs Kämpfen. Diese Mission ist keine Prüfung, sondern eine Belohnung. Du denkst also, du hast das Zeug für die Marodeure. Wir geben nichts auf Schwäche, denn das Leben hier ist unnachgiebig. Nur die Starken sind wirklich frei.
Dies ist ein Land grenzenloser Reichtümer, die von den Mutigen beansprucht werden. Man könnte auch theoretisch Klaus Peters Söhne als Clanname nehmen, wie ein Klaus Tibeter. Als kleiner Wortwitz. Was muss ich tun? Geh und besiege diese unwürdigen Brachen, die den einst blühenden Brachhügelbauernhof eingenommen haben. Birg die Überreste seiner einstigen Reichtümer. Alles klar. So, ich habe jetzt erst gesehen, dass es auch Belohnungen für die Erfolge gibt. Hier. Ach, jetzt kriege ich die Titel freigeschaltet. 3 Erfolgsbelohnungen warten auf ihre Annahme. Dritter Fraktionsbei. Das gibt. Okay. Spielt nur Solo, kein Sprachchat, duelliert sich nicht. Okay. Das sind alles so Titel, die ich jetzt nicht nehmen würde, ehrlich gesagt. Okay. Und jetzt kommen noch mehr. Ausblenden. So, dann gehe ich mal zurück in Discord. Sind. Hallo. Baby. Da ist er wieder. Hi. Ja. So, wer. Wir warten zum Brachhügelbauernhof. Genau. Okay. Ich würde aber eine kleine Pipi-Pause einlegen wollen. Okay. Deswegen gehe ich schon mal ein bisschen raus aus der Stadt in Richtung Brachhügel-Gedönse. Setz mal einen Marker dahin. Was soll ich machen? Einen Marker hinsetzen? Achso, du siehst es jetzt natürlich nicht, ja klar. Ja, das ist das nächste Ding, was ich bemängeln würde, dass du Quests nicht mit deiner Gruppe teilen kannst. Das stimmt allerdings. Da muss ich dir recht geben. Das ist. Aber das ist ja gar nicht so weit weg. Nee, ist ja direkt hier vorne. Also ich gehe nur schon mal in Richtung Stadttor, also aus dem Stadttor raus, was so in die Richtung führt. Das sehe ich schon wieder meine eigenen Marker nicht. Oh Gott, da. Ich achte jetzt jedes Mal aus Reflex auf den gelben Marker. Schlimm. So, wenn ich mich richtig sehe, dann das Tor da. Ja, also ich stehe jetzt an dem Tor dran, gehe aber mal kurz in den Pausenmodus, werde mal kurz für die Leute ein bisschen Werbung einblenden. Also nicht wundern, die Leute, die nicht abonniert haben, die bekommen die Werbung, die Leute, die abonniert haben, bekommen sie nicht. Und selbst die, die nicht abonniert haben, bekommen sie manchmal auch nicht. Dafür kann ich dann nichts, aber ich brauche auch ein bisschen Werbeeinnahmen, ne? Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ich gehe hier schon mal in den, wo ist denn mein Pausenmodus? Da, da wo ich ihn liegen gelassen habe. Ihr Lieben, wir sehen uns gleich wieder. Hier kommt meine Vertretung und 30 Sekunden Werbung. Bis gleich. Das sieht so aus, als ob ich so eine Schattenaxt werfe. Uff. Ja. Das ist wie so ein Riss da oben in dem Himmel entstanden. Mann. Ich mach den Himmel kaputt. Gleich regnet es wegen dir. Hey, ich habe eine neue Lieblingsbeschäftigung gefunden. Den Himmel kaputt machen? Attacken. Ich will heute noch auf Level 100 kommen. Ja, viel Spaß. Welche Stufe bist du? 26. Man muss nur optimistisch denken. Oh Gott, das wird doch nie im Leben was. Mein Baum weg. Ich denke mal, einfach mal ein bisschen Zeug jetzt hier in dem Fall ab. Alter, hier hat sich wirklich jemand ein Haus gekauft? Ja, da liegt dieser komische runter, die Kind davon. Naja, wenn es jemandem gehört, der hier in der Syndikat-Fraktion ist? Na, der, wo ich auch 24 mal im Spielen ist. Mhm. Was auch, ich glaube 5000 oder sowas, hä? Ich glaube ja. Es kommt aufs Haus wiederum an. Ah, okay. Das so. Es gibt nur immer so ein, zwei Häuser, habe ich gedacht, okay. Nee, es gibt verschiedene. Es gibt manche, die kosten 5000, es gibt 7500, habe ich gesehen, manche waren 10.000. Hallöchen. BB. Ja, in Dingensmoor, wo wir gestern waren, kosteten die Häuser 30.000 aufwärts. Also scheint auch an den Gebietsleveln zu liegen, wie teuer die Dinger sind.
Aber warum haben wir uns denn dann ganz gekauft? Mensch, das hatten wir doch gestern noch. Ja, ja. Also, ich weiß nicht, wo das hin ist, aber ich habe jetzt gerade mal 556. Keine Ahnung, wo ich das her habe. Wahrscheinlich durch das Questen. Das hat uns der Geist geklaut. Der uns da gekillt hat vorher. Sag mal, Decker, hast du gerade wirklich ein Loch in die Realität geschnitten? Nein. Und duckt sich erstmal ganz unschuldig, weißt du? Na gut. Machen wir die Raupe zur Quest. Ich begrüße euch in einer Stunde hier, hä? Irgendwann sind wir angekommen. Nee, wir kommen nicht vorwärts, wenn du in einer Tour Y drückst, kommst du nicht vorwärts. Und Fitzo legt sich hier schon hin und schläft. Hey, guck mal, und übers Feuer hüpfen! Au, 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 heiß, heiß! Übers Feuer, ja! Wer schafft's übers Feuer? Ah, Mist! Der macht schon wieder Löcher im Himmel. Über den wird gleich Regen, wir müssen hier weg. Ich bin der Regenbringer. Ich fänd's ja lustig, wenn es wirklich so einen Clankrieg gibt und alle stürmen aufeinander zu, machen erstmal diesen Sprung. Also mein Ziel ist es wirklich, mein Ziel ist es wirklich, dass wir dann in der Nacht vom 2. zum 3. August mit Delphin Dance oder Delphin Raupe, Delphin Laola Welle aufhören, weil dann die Server abgeschaltet werden. Okay, also mittlerweile merke ich, es gibt doch keinen Geschwindigkeitsunterschied. Ich habe mir das gestern eingebildet, ne? Ob mit oder ohne Waffe. Ach, guck mal, schau, hier vorne läuft ein Infanterist. Ich hab dich einfach vorlaufen lassen in der Hoffnung, du stirbst vor mir. Hat funktioniert. Fick dich. Aber nur 2 Minuten. Was die anderen sich wohl denken müssen, wenn sie das sehen, ich will's gar nicht wissen. Aha. Der hat einen Tag, Dortmund E-Sportler. Ey, das ist eine Idee. Der Clanname Flachkörper. Die Flachkörper. Die Flachkörper. Ist doch alles sagen, oder? Achso, sind wir schon da? Ja. Ah, okay. Ich dachte, ich kämpfe mal mit, weil... Okay. Erstmal Loot. Speer- und Skelettschlüssel. Alles klar. Und jetzt brauchen wir noch die Schatulle. 2 Schatullen. Huch, falsche Taste. Ja, bist. Oh, 2, nice. Ach, wisst ihr noch vor 2 Tagen Level 8 Zombies, wie gerannt bin? Oh ja. Wir haben Progress, wir haben Fortschritte, ich fass es nicht. Der will ja kochen, der läuft nicht mehr weg. Hier gibt's Kartoffeln. Weg, 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 weg. Noch Kartoffeln, man kann sie braten, stampfen, kochen. Üben. Über die Hals. Schlaflos, du bist auch wieder nett. Ich lasse dir extra noch einen Schrumpkartoffel entstehen und du läufst dran vorbei. Wo ist denn hier die 2. Kiste? Ich hab noch nicht mal eine gefunden. Oh. Also in den 2 Hütten, Kisten. In der Mühle ist eine Kiste und im Haus ist eine Kiste. Alles klar, on the way, on the way. Die im Haus habe ich nicht gefunden. Da musst du genauer gucken. Im Haus im ersten Stock, oh. Huch, da ist das schon. Drin, so. Wo? Na hier? Hier hinten? Hier, Vorratskiste, ja. Oder? Okay, ja. Nichts gesagt. Ja, manchmal leuchten sie nicht auf, ne, die Orte. Das klang schmerzhaft. Jeder einzelne runterhängt, geil. Robin, du musst doch deine Rüstung grün einfärben. Ja, mach ich doch. Erstmal suche ich noch die 2. Schatulle. Die 2. war in der Mühle oder was oder wieder wo? In der Mühle, ja. Ach, da ist die Mühle. Nice. Gut, endlich. Plattfuß, du wirst ein bisschen verfolgt. Ich glaube, der hat dich lieb. Okay. Achso, ja, du hast ja keinen Pfeil im Bogen, ja. Die rennen ja mal so schnell weg, die Viecher. Voll. Warte, brauchst du noch Federn? Ich bin wenig Bruthähne hier in der Welt. Oh, da war ein Baum im Weg. Brauchst du noch Federn?
Nee, keine Rede. Ich habe ja so einen Auftrag, wir können 20 Strohzähne töten. Und das dauert wohl eine Weile. So. Ja, ich hab das selber mit Kanäkel. Na, pass auf, ich stelle mich jetzt so hin, dass er in deine Richtung läuft. Jut. Ja. Hier kommt noch eins. Hä? Oh. Ach da! Boah, ja, genau, Zauber. Genau, Deckard, hol doch einfach aus der anderen Dimension noch ein paar Truthähne dazu. Ich war's nicht. Ja. 20 oder so. Warum fällt er schon wieder Bäume? Halt Spaß gemacht. Fallen auf dich, bumm, zack, bist tot. Na gut. Fällen wir alle noch einen Baum. Ich kann noch nie jemand mit, ist das top? Super! Voll auf mich drauf, Alter! Hat jemand zufällig einen Heiltrank? Ein, ja. Ich kann doch eigentlich ein schönes Haus hinbauen. Aber hier. Sid hat auch einen Heilring, genau. Attacke! Braucht zwar keinen, aber ich geh trotzdem rein. Ich dachte, wenn ihr alle hier im Kreis steht, mach ich mal mit. Ist heute Wettweitwichsen oder was ist heute? Oh, halt nicht gesagt. Keks mit Sahne einschmieren, meinte ich. Die Ablenkzeit ist halt so heftig lang, wenn du es nicht skillst hier. Ah, der Ablenkzeit kannst du aber kürzen, das weißt du, ne? Ja. Dann mache ich aber mit dem hier keinen Schaden mehr. Übrigens, hier lagen Heiltränke, Lord. Was hat der hier für ein Problem? Hä? Lagen hier Heiltränke. Diese Trolls. Na, ich hab sie jetzt schon eingesammelt. Okay. Die ja, lagen da auf dem Boden. Ich dachte, ich nimm sie mal mit. Ich glaube, die lagen aber auch nur für dich da. Will ja nicht. Ach, nur für mich? Ah, okay. Ich meine ja. So. Skelettschlüssel habe ich und Missionsgegenstand Schatulle der Ahnen. Okay, aber ich hatte hier irgendwie noch einen Anhänger gefunden. Was kann ich eigentlich mit diesen... Achso, das sind wieder diese Herstellungsmods. Da muss ich ja erst noch irgendwie was lernen. Okay. Na gut, wir können zurück, glaube ich, wa? Geh mal da runter, Marauder-Quest machen. Ich möchte jetzt mit Huang Lin sprechen. Okay, ja, du kannst dir alle Waffen selber herstellen und du kannst auch alle Waffen selber lernen. Du musst dich nicht an eine Waffe binden, sozusagen. Du kannst auch zwischendurch einfach, ich kann euch dir kurz zeigen, hier in meinem Charakter, in meinen Attributen, ich kann jederzeit die Werte ändern, indem ich alle Attributspunkte zurücksetze und dann die Skills nochmal neu verteile hier. Und dann gibt es nochmal zusätzlich die Waffenskills. Also ich muss einen Speer benutzen, um Speerskills zu erlernen und zu verbessern. Zum Beispiel. Oder ich entscheide mich ganz spontan, ich gehe auf Muskete und nicht auf Bogen. Das ist ein ganz cooles System. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie Sid aus Ice Age. Manni, warte doch auf mich! Aber Sid läuft doch vor mir. Ich habe drauf gewartet. Und die Beine in die Hand und lauf! Aber du kommst doch mit Y viel schneller vorwärts hier! Ja, stimmt! Bergab auf jeden Fall! Ich frag mich, ob das noch irgendwie später implementiert wird, weil die Entwickler vielleicht feststellen, dass wir nicht die einzigen Deppen sind, die das hier machen. Aber wir müssten zwischendurch wenigstens auch mal 2 Meter laufen, ne? Sonst kommen wir hier nicht vor. Und da vorne stehen sie wie angewurzelt und schockiert und gucken uns erstmal zu. Die denken sich auch, was dann für eine Truppe. Aber diese Zeltlager hier wirklich mitten auf dem Weg finde ich ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Das hätten sie wenigstens machen können, dass man uns einmal so einen Rand machen müsste. Was müssen wir? Dass diese Lager zumindest am Rand und nicht mitten auf der Straße. Ja. So Bauverbotszone auf der Straße, so nach dem Motto. Ja. 42 mit 8, oh, muss da lang. Ich muss doch noch Holz holen. Ja, Cookie, das passt da genau richtig rein bei dir. Vom Zeitpunkt her, weil am 31.8. erscheint der. Also momentan ist der geplante Full Release am 31.8. So, ich verschwinde mal wieder an den Dialog. Bis gleich, liebe Leute.
Party Shoes. Ach, und mit diesem Magen kannst du dir. So. Zack. Ausgezeichnet, du bist zurück. Und auch noch mit einem Haufen Beute im Schlepptau. Vielleicht bist du ja doch wirklich. Die müssen echt die Tonspur nochmal anpassen. Die sind abgeschnitten. Die wollte schon würdig sagen, aber die haben das zu kurz geschnitten. Das ist ärgerlich, ne? So, liebe Leute, macht mit dem Rauchen nicht nach, vor allem die Männer hier nicht, euch ist es verboten, es macht eh nur gelbe Zähne und eine schlechte Lunge. Ich glaube, so schnell habe ich den Satz noch nie gesagt.